Herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem weiteren Wischsauger. Das hier ist der Dreamy H11 Max. Ja, auch Dreamy hat jetzt einen Wischsauger auf den Markt gebracht, wurde mir von Dreamy zur Verfügung gestellt, deswegen vielen Dank dafür. Ja, und in diesem Video wollen wir uns natürlich anschauen, kann auch Dreamy gute Wischsauger produzieren? Deswegen werden wir uns hier gleich das Gerät erstmal im Detail anschauen, wie ist hier der Aufbau, was ist im Lieferumfang alles dabei. Und danach natürlich das Allerwichtigste, wir wollen uns die Reinigungsleistung anschauen, wir wollen schauen, wie gut er auf dem Hartboden normale Verschmutzungen oder auch festgetrocknete Verschmutzungen wegbekommt. Und danach werden wir natürlich darüber sprechen, wie gut dieses Ergebnis war, wie es mit der Handhabung im Alltag ist. All das, was ich halt sonst auch immer mit den ganzen anderen Wischsaugern getestet habe. Zum Schluss im Fazit sprechen wir dann darüber, wie gut das Ganze funktioniert hat. Und jetzt fangen wir erstmal mit den technischen Daten an. Der Dreamy H11 Max hat eine UVP von ca. 500 Euro und er wiegt 4,65 Kilogramm. Sein Akku hat eine Kapazität von 4000 mAh, was für eine Reinigungsdauer von bis zu 36 Minuten auslangt. Der Frischwassertank fasst 900 ml und 500 ml passen in den Schmutzwassertank. Das Gerät besitzt auch eine Selbstreinigungsfunktion. So, dann legen wir mal los und ich fange als allererstes mal mit dem Lieferumfang an. Generell fällt mir beim Dreamy H11 Max auf, dass sich der Hersteller ja sehr, sehr stark an Tineco orientiert hat. Die haben da schon echt ordentlich einen Blick rübergeworfen, was die so gemacht haben. Das sieht man hier, diese Basisstation ist halt schon auch da sehr ähnlich gemacht. Auch hier hat man hier eine Wechselbürste, die dabei ist. Auch dieses Tool, um hier den Schmutzkanal zu reinigen, kann hiermit die Bürste von Flusen befreien. Und man hat hier einen Wechselheberfilter, der hier oben im Schmutzwassertank drin ist. Und das Einzige, was mir hier aufgefallen ist, was hier nicht dabei ist, ist eine Reinigungsflüssigkeit. Die ist eigentlich sonst bei bisher allen Wischsaugern irgendwie immer dabei gewesen. Ja, ein Mittelchen, was man da reinpackt, denn es ist gerade bei diesen Wischsaugern sehr wichtig, dass man dann ein Mittel nimmt, was nicht schäumt. Wenn ihr da nämlich einfach so ganz stumpf, so, keine Ahnung, was weiß ich, es da für Marken gibt, da reinschüttet, die man sonst normal so im Laden kaufen kann und das schäumt, das kommt dann hier raus, das funktioniert nicht richtig gut. Da sollte man also welche nehmen, die dafür geeignet sind. Könnt ihr natürlich von anderen Herstellern kaufen, aber hier schade, ist das leider nicht dabei. Von der Verarbeitung gefällt mir der Dreamy H11 Max richtig gut. Das haben sie in der Haptik und vom Ganzen von der Verarbeitung auch mit dem Display und hier oben richtig schön gemacht. Dreamy gehört zum Xiaomi-Ökosystem. Auch die Dreamy Saugroboter waren bisher echt cool, die wir hier schon getestet haben auf dem Kanal. Von daher, der Aufbau ist auch sehr ähnlich. Die Wischsauger sind mittlerweile halt fast alle echt gleich aufgebaut. Frischwassertank, Schmutzwassertank, hier unten diese Rolle. Die Rolle wird halt hier unten die ganze Zeit mit Wasser befüllt. Also das heißt, es kommt Wasser vom Frischwassertank auf die Rolle. Es wird da unten der Schmutz aufgenommen, auch halt eben Flüssigkeiten. Ihr könnt damit auch, wenn ihr ein Glas Milch oder Schüssel Müsli und so runterschmeißt, könnt ihr das hier mit aufnehmen. Alles sammelt sich im Schmutzwassertank. Schmutzwassertank, den müsst ihr danach einfach als einziges ausleeren, denn das Gerät hat auch eine Selbstreinigungsfunktion. Also das finde ich immer sehr cool bei diesen Geräten. Ihr braucht nur diesen Schmutzwassertank ausleeren und ausspülen und das war's. Macht das aber echt regelmäßig, wenn ihr das nicht macht. Die Dinger stinken richtig schnell, wenn ihr die einfach so stehen lasst. Oben, so sieht der Frischwassertank aus. Ist halt nichts Besonderes, was ich hier länger zeigen könnte. Hier unten, diese Rolle wird so zur Seite geschoben, dann kann man das hier vorne so wegnehmen. So sieht halt hier diese Rolle aus, die kann man dann auch so nach vorne wegnehmen und dann halt eben eine Wechselrolle verwenden. Ihr seht schon, hier hat man wieder diesen Abstand zur Kante. Da spreche ich aber gleich, wenn ich zur Reinigungsleistung komme, nochmal drüber. Das ist ja das große Feature vom neuen Tineco Flow One S5, dass der halt eben bis zur Kante an einer Seite reinigen kann. Das kann hier auch der H11 Max nicht. Ja, das mache ich gleich dran. Dann haben wir hier oben eben ein sehr schönes großes Display. Auf diesem Display werden euch viele Informationen zur Reinigung hier angezeigt, wie viel Akku ihr noch habt, wenn der Schmutzwassertank voll ist oder der Frischwassertank leer ist. Und hier oben ist ein großer LED-Ring außenrum, der in Rot, Orange oder Grün leuchtet, je nachdem wie verschmutzt der Boden ist und das dann automatisch einstellt. Hier oben wird die Selbstreinigungsfunktion eingestellt. Hier vorne sind zwei Tasten, einschalten und den Modus Auto oder nur Flüssigkeit aufsaugen. Kann man hier einstellen. Das ist halt auch eben so, dass ihr könnt nicht irgendwie die maximale Saugstärke oder so hier irgendwie einstellen. Es gibt einmal an und er erkennt das automatisch. Und der andere Modus ist dann halt eben, Flüssigkeit wird nicht nachgefüllt. Also bekommt keine Flüssigkeit mehr, sondern es wird nur überschüssige Flüssigkeit vom Boden aufgenommen.
Es gibt noch einen Dreamy H11 ohne Max. Der hat diese Automatikfunktion nicht, hat auch ansonsten ein bisschen weniger Akku und ja, ist halt einfach eine generell ein bisschen abgespecktere Version. Die kostet dann so um die 380 Euro. Okay, so viel zum ersten Eindruck und zum Aufbau. Und dann kommen wir jetzt auch zum Allerwichtigsten, und zwar zur Reinigungsleistung. Ja, für mich keine große Überraschung bei der Reinigungsleistung vom Dreamy H11 Max. Ich bin es gewohnt, dass die Dreamy Saugroboter richtig gut waren, und deswegen habe ich das eigentlich auch hier erwartet und es wurde auch bestätigt. Die Reinigungsleistung ist hier wirklich super. Das heißt, sowohl flüssiger Schmutz als auch festgetrockneter Schmutz wird hier echt gut aufgenommen. Bei festgetrocknetem muss man etwas öfter über diese Stellen rübergehen. Flüssigkeiten wie halt hier, ich habe das mit Ketchup ausprobiert. Oder auch eine Schüssel Müsli habe ich auf den Fußboden geschmissen, um so größere Partikel zu zeigen, wie gut das aufgenommen werden kann. Das ist ja alles völlig unproblematisch, wird ja genauso gut aufgenommen, wie ich das zum Beispiel auch von den Modellen von Tineco gewohnt bin. Also das funktioniert super, Reinigungsleistung. Ein Nachteil, den viele Geräte haben, ich habe es eben angesprochen, nur der Flow One S5 hat jetzt hier die Rolle, die bis ganz an die Kante rangeht. Das hat hier der Dreamy H11 Max nicht. Das heißt, wenn ihr an einer Kante entlang reinigt, bleibt da immer so ein kleines Stückchen über. Und gerade in der Küche, wenn da irgendwie Flecken sind, dann müsst ihr das halt manuell nachreinigen. Das kommt hier einfach bis an die Kante nicht ran. Flexibilität, generell in der Handhabung so, führt er sich wirklich sehr schön. Das gefällt mir gut. Aber auch er ist sehr groß, hat einen großen Körper und hat einfach den Nachteil, so ist er schon schön wendig. Das ist alles cool und so kommt ihr schön im Kurven rum und alles. Aber ihr seht es hier auch wieder, er kommt echt nicht weiter runter. Das heißt, bis auf dieses kleine Stück hier kommt ihr zum Beispiel unter ein Sofa, unter ein Bett, unter einen Schrank, unter solchen Möbeln reinigen, funktioniert hiermit einfach nicht. Also wenn ihr sagt, ihr wollt bis ganz irgendwo hinten ran, ist bisher immer noch das einzige Gerät, das das kann, der Kärcher FC7 Cordless. Den könnt ihr extrem flach machen. Ist technisch gesehen eigentlich kein Wischsauger, funktioniert aber eigentlich fast nach dem gleichen Prinzip. Und der kann das. Er kann es halt eben nicht. Das ist auch das, was halt hier nicht funktioniert. Das Display gefällt mir sehr schön, dass es hier einfach wirklich nur eine Taste gibt, die sagt jetzt an, und dann macht er automatisch, je nachdem wie verschmutzt der Fußboden ist. Das hat im Alltag auch echt gut funktioniert. Das sieht man immer, es springt halt immer von grün zu orange zu rot, je nachdem wie verschmutzt der Boden ist, und dann geht die Saugleistung halt auch immer ein bisschen höher. Vom Wasser her, wenn ich es jetzt einfach mal mit Tineco vergleiche, hier kommt ein bisschen mehr Wasser auf den Fußboden. Das heißt, wenn man gewischt hat, ist es da ein bisschen nasser, aber auch nicht extrem nass. Das heißt, wenn man da hier mal die Fenster auf Kipp hat, dann ist es auch ratzfatz wieder getrocknet. Es ist ein kleines bisschen mehr Wasser, aber ja, ich finde, es ist von der Wassermenge wirklich gut, und damit ist er halt auch für Boden geeignet, der vielleicht so ein bisschen empfindlicher ist und nicht so richtig dolle nass werden darf. Insgesamt bin ich auch tatsächlich durch meine gesamte Wohnung gekommen, ohne hier Wasser nachzufüllen. Ich habe 100 Quadratmeter, ich weiß nicht wie viel reinigbare Fläche das ist, sind vielleicht, weiß ich nicht, 75 Quadratmeter, und da komme ich komplett mit einer Frischwasserfüllung hin, genauso auch mit dem Akku, bis zu 36 Minuten soll er halten, das schaffe ich also locker. Also insgesamt echt eine schöne, also eine echt gute Reinigungsleistung und schön in der Handhabung. So viel dazu, kommen wir zum Fazit. Mit dem Dreamy H11 Max und dem Dreamy H11 hat der Hersteller hier echt gute Geräte auf den Markt gebracht, die von der Qualität, von der Umsetzung echt schön sind. Schönes Display hier oben, automatische Schmutzerkennung, Selbstreinigungsfunktion und die Wischleistung, die war im Test echt gut. Ja, hier kleiner Kritikpunkt eben, dass es mit der Kantenreinigung hier das gleiche Problem gibt. Da hätte man eigentlich gucken können, hier, was macht eigentlich Tineco? Ja, ein neues Modell, da hätte man hier vielleicht auch direkt mit so einem Modell auf den Markt kommen können, was auch bis ganz an die Kante rein reinigen kann. Aber sonst in der Handhabung und in der Reinigung echt super. Flexibel unter Möbeln könnt ihr auch hiermit nicht reinigen, ist aber der gleiche Kritikpunkt bei den meisten Konkurrenzprodukten. Sonst ist es ja immer so, dass Dreamy mit einem sehr starken Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Markt kommt. Die Saugroboter waren alle für das, was sie können, und im Vergleich mit Konkurrenzmodellen echt günstig. Dreamy H11 Max kostet so um die 500 Euro, H11 380 Euro. Da gibt es eine ganze Menge Konkurrenz mit dem Tineco Flow One S3, mit dem neuen Flow One S5, der kostet halt auch 500 Euro. Der hat dann die Kantenreinigung, der Flow One S5 Pro kostet noch ein bisschen mehr, aber der normale S5 kostet halt hier das gleiche. Da hätte meiner Meinung nach Dreamy ein bisschen weiter unten ansetzen müssen, um zu sagen, das hier ist wirklich ein Top-Gerät zu einem Top-Preis. Hier ist es ein Top-Gerät zu einem Preis,
was andere Geräte halt auch haben. Und teilweise, wie ich jetzt gerade gesagt habe, Tineco Flow One S5 hat dann noch zusätzlich diese Kantenreinigung. Daher muss man dann einfach überlegen. Ist schon echt ein Top-Gerät, hat aber Konkurrenz auf dem Markt und hätte mit dem Preis einfach noch, meiner Meinung nach, ein bisschen runtergehen können. Aber rein so von der Reinigungsleistung und so, wie das Gerät aufgebaut ist und wie es mit allem daherkommt, kann ich es empfehlen. Gefällt mir echt gut, was sie hier auf den Markt gebracht haben. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, gerne in die Kommentare damit oder ihr kommt in unsere Facebook-Akkusaugergruppe. Da sind jetzt auch eine ganze Menge Leute drin, über 2000, die unterhalten sich auch über das Thema Wischsauger. Dementsprechend, wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, über ein Abo dieses Kanals. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.